Was geht ab, liebe Leute von heute? Willkommen zurück zu einem weiteren Video Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute mit einem Heldendeck. Und ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich glaube, das Deck, was in den letzten Wochen und Monaten in den Kommentaren immer am häufigsten mit gehatet worden ist, ist das Heldenallianz Elementen. Elementen? Elementarheld-Deck. Und heute schauen wir uns an, warum eigentlich, weil ich das gar nicht so auf den Schirm habe. Wenn ihr aber grundsätzlich Elemental Heroes gut gesonnen seid, weil, naja, Anime-Bonus und so weiter halt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen, ihr wisst Bescheid, uns supporten. Und heute gucken wir uns aber dieses Deck mal genauer an. Also, ich kann mir eigentlich genau vorstellen, warum Leute dieses Deck nicht mögen. Denn Helden sind ein sehr, sehr, sehr gutes Deck, wenn man als zweites agiert. Man hat die Möglichkeit, mit Elementarheld Stratos beispielsweise Backrow zu zerstören, was ziemlich cool ist. Man kann jederzeit ein Heldenmonster beschwören über die normale Polymerisation, Wunderfusion, was auch immer. Oder aber auch, man kann den Stratos über den schwungvollen Soldaten beschwören, das funktioniert auch, um Backrow zu removen, ja, und das auch noch Non-Targeting. Dann hat dieses Deck die Möglichkeit, wenn schwungvoller Soldat als Material benutzt worden ist, auch nochmal zwei Karten zu ziehen. Das heißt also, wenn man als erstes agiert oder meinetwegen auch als zweites, kommt es gar nicht mal so selten vor, dass man wirklich viele Book of Moons in der Backrow hat, meinetwegen auch dreimal Zwangsevakuierungsgerät oder Maßregelung oder was weiß ich was. Alles ziemlich, ziemlich nervig für den einen oder anderen da draußen und das kann ich auch wirklich durchaus nachvollziehen. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, wir gucken es uns heute genauer an, dieses Deck, und viele Leute sagen, das, was dieses Deck wirklich OP macht, und zwar so OP, dass es auch nervig ist, ist eigentlich der Skill, und zwar Heldenallianz, ja. Guckt euch diesen langen Text an, das ist schon wirklich insane. So, wir können während dieses Duells Elementarheld Neos als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Grundsätzlich dasselbe wie beim letzten Video, nur dass es da der Dark Magician war und jetzt der Elementarheld Neos. Dazu könnten wir aber einmal pro Duell einen der folgenden Effekte in dem Spielzug, in dem wir Elementarheld Neos als Normalbeschwörung beschworen haben, benutzen. Wir können unserer Hand eine Super-Polymerisation von unserem Deck oder eine Polymerisation, Wunderkontakt oder Wunderfusion von außerhalb unseres Decks hinzufügen. Dann können wir zufällig zwei von sechs verschiedenen Neo-Weltraummonstern von außerhalb unseres Decks auf den Friedhof legen und unserem Extra-Deck einen Elementarheld Divine Neos von außerhalb unseres Decks hinzufügen. Diese Fähigkeit kann nur aktiviert werden, wenn du das Duell mit einem der blablabla. Okay, also die Fähigkeit wurde tatsächlich schon genervt, denn mir ist der Teil neu, als ich mal dieses Deck vorgestellt habe, dass wir diese Fähigkeit nur benutzen können, wenn wir in dem Spielzug Elementarheld Neos als Normalbeschwörung beschworen haben, also den Search. Ja, das war nämlich vorher nicht der Fall. Man konnte diesen Effekt nämlich, glaube ich, jederzeit aktivieren, wenn ich mich nicht irre, für eine Handkarte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Aktivierungsbedingungen ein bisschen entspannter. Jetzt muss man halt Neos als Normalbeschwörung beschwören, was ebenfalls nicht verkehrt ist. Hat man noch eine andere Möglichkeit, dieses Deck zu spielen? Ich glaube, Lieblingsduell war auch nochmal sehr beliebt, ne? Lieblingsduell ist, glaube ich, auch noch recht beliebt gewesen. Aber ich meine, Heldenallianz ist das, was die meisten Leute benutzen aktuell. Ich kann aber auch nochmal nachgucken. Und Heldenallianz, wie bereits erwähnt, wurde auch noch genervt. Und man hat jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, aber trotzdem über Kunst des Beschwörens den Stratos zu suchen. Und ich meine, die Tatsache, dass du dir eine Superpolymerisation suchen kannst aus deinem Deck, ist schon ziemlich insane. Wobei ich auch nochmal nachschauen muss, ob es aus dem Deck war. Die ändern halt jedes Mal irgendwas an den Fähigkeiten. Füge deiner Hand eine Superpolymerisation von deinem Deck oder eine Polymerisation. Achso, guck mal. Ja, das ist auf jeden Fall gleich geblieben. Wie bereits erwähnt, dieses Deck ist strong. Es hat theoretisch einen richtig guten Turn 1 auch, weil man seine Backrow auch nochmal suchen kann, in Anführungszeichen, über Liquid Soldier. Aber in der Regel geht es halt trotzdem nur darum, dass man als Turn 2 Deck den Gegner auch nochmal so ein bisschen niederzerberstet. Ja. Und wie es läuft und warum es so gut läuft, ich habe keine Ahnung. Finden wir einfach heraus. Ich bin gerade auch überlegen, ob ich das Event spiele, weil ich auch noch meine Gems brauche. Gibt es eine Möglichkeit, wo wir hier irgendwas gut abusen können? Pegasus Schloss, okay. Keine Ahnung. Wollen wir mal in... Wir gehen mal in die Ruinen rein. Wird ja, denke ich, nicht schaden, ne? Wait, what?
Nee, dann mache ich den Kack nicht. Wenn ich da ein PC-Duelle laufen lassen kann, dann machen wir das nicht. Dann machen wir ganz normale Ranked Ladder. Und ich bin jetzt schon fast genauso hoch wie Ende letzter Season. Ja, ich spiele wieder ein bisschen mehr Duel Links, wie man auch hier wunderbar nachvollziehen kann. Anyways, wo waren wir stehen geblieben? Elementarhelden. Ja, die spielen als Skill immer noch Hero Alliance. Und ich weiß nicht, ist der Skill so broken aktuell an Heroes? Ich meine, es spielt immer noch sehr viele Leute Heroes. Und Heroes ist auch, sehe ich gerade, ist auch der Tierlist auch relativ weit oben. Ich glaube, diese Woche ist es gedroppt. Das hat aber mehrere Gründe. Und der Hauptgrund ist, warum Heroes gedroppt ist. Habt ihr eine Idee, warum es gedroppt ist? Heroes sind gedroppt, weil, ja, es ganz viele Leute gibt, die jetzt wegen Orkust das Artefakt Lancia spielen. Artefakt, wer ist es im Deutschen? Lanze? Keine Ahnung. Also, passt auf. Wir haben Blazeman. Wir nutzen nicht den Blazeman Summon Effekt. Wir aktivieren den Blazeman Main Phase Effekt. Und können dadurch jetzt, glaube ich, Liquid Soldier erstmal runterdroppen. Und wir haben eine Wunderposition, die wir nicht aktivieren können. Ach, der Name von... Ach, der kriegt dann den Water-Type. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann war das vielleicht nicht ganz so schlau. Okay, das war auf jeden Fall nicht ganz so schlau. Aber wie dem auch sei. Ich finde den Skill... Also, ich konnte früher den Skill jetzt zum Beispiel dennoch aktivieren. Was ziemlich strong war. Aber... Jetzt gerade geht es eher weniger. Also wenn jetzt hier Doppeldingens kommt, habe ich ein Problem, ne? Doppeltwister. Oh, antikes Antriebsungeheuer. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal den Toggle einschalten. Toggle ist wie... Oh, da ist der Doppeltwister. Well, this... is kind of problematic, my friend. Ancient Gear. Und zwar auch noch die Oldschool-Variante. Ja, das ist auch krass. Wenn ich Leute sehe, dann spielen die noch die Ancient Gear-Fusionsvariante. So, Reaktordrache. Und jetzt bitte nicht nochmal Gear Town oder irgendwas anderes. Das ist okay, solange da nicht noch irgendwas in der Hand ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass er was auf der Hand haben wird, ne? 2-1, Pop Fortress. Und Wyvern ist ja jetzt an der Stelle auch schon lethal, ne? Joa. Oh, noch ein Reaktor-Drache. Okay, GG. Ja, ich habe halt überlegt, ob wir das hätten anders machen können, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das hätten anders machen können. Selbst wenn wir einen besseren Turn 1 gehabt hätten. Das war halt einfach... typical Start... von... Ancient Gear. Gear Town. Into Pop. Into Reaktordrache. Wobei Reaktordrache nicht mehr nötig gewesen wäre. Wyvern hätte schon gereicht. Aber gut. Theoretisch hätten wir es auch noch überleben können. Wenn wir jetzt ein bisschen größeres Monster gehabt hätten. Das stimmt schon. Das stimmt schon. So, was hätte ich dann machen können? An Summon hätte ich die Poli suchen können. Und mit der Poli hätte ich dann... Ja, aber irgendwie... irgendwie hört sich das auch nicht so top an. Egal. So, Dark Magician. Definitiv Dark Magician. Und zwar mit dem regulären Skill. So, Magie des Magiers. Jetzt kannst du dir die Fusionskarte raussuchen, ne? Haha, ich habe das Deck gespielt. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Deswegen kann mich jetzt hier nicht mehr so viel überraschen. Hahaha. Okay, Wunderfusion. Alright. Passt auf. Wir aktivieren den Effekt von Elementarheld Blazeman on Summon. A.K.A. bei der Beschwörung und searchen uns unsere Poli raus. So. Dann können wir Polymerisation aktivieren.
um erstmal Sunrise zu beschwören, indem wir Blazeman und Schwungvoller Soldat von der Hand aktivieren. Oder nutzen als Material. Dann aktivieren wir den Sunrise-Effekt. Chainen Liquid Soldier an. Was immer noch blöd ist, dass man sich die Chain Order nicht aussuchen kann in Duel Links, aber gut. Und ich muss jetzt eine Karte von meiner Hand abschmeißen. Und das ist jetzt das Problem. Ich spiele nur zweimal Wunderfusion und jetzt kriege ich den Search über Sunrise nicht, weil ich meine zweite Wunderfusion gezogen habe. Hey, thank you, Konami. Das war absolut worth nicht. So, anyways. Wir aktivieren die Wunderfusion. Wir können jetzt ein Elementalmonster und ein Lichtmonster. Was haben wir denn im Grave? Okay. Oder. Ich würde sagen, Nova Master ist ganz gut. Der gute alte Nova Master. Wir benutzen dich als Material und Blazeman. Und droppen Nova Master. Oh, Master sieht cool aus. So, ich krieg mehr Stats. Was immer ein Genuss ist. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe eine Super Poli, die aktivierbar ist. Ein Zwangsevakuierungsgerät. Und theoretisch Lethal, je nachdem, was in der Backrow ist. Wir behalten die Super Poli auf der Hand. Gehen stattdessen hier drauf und greifen jetzt einmal an. Aktivieren den Sunrise-Effekt und wir gehen für Lethal. Das heißt also, wir zerstören den dunklen Magier. Mal gucken, was der Gegner macht. Geheimnis der dunklen Magie. Dann kann ich aber Super Poli aktivieren. Ich schmeiß Wunderfusion ab. Ich nehme Escuridao. Wähle dich plus Nova Master. Und du hast dann keine Möglichkeit mehr, etwas rauszusuchen. Genau, die Fusion schlägt fehl. Stattdessen können wir jetzt hier nochmal angreifen. Magischer Zylinder. Okay, wir haben doch kein Lethal. Never mind. Magischer Zylinder. Okay, es gibt Varianten dieses Decks, die das durchaus so spielen. Ja. Okay, da ist nochmal ein Dark Magician. Der kann jetzt auch nochmal was von mir entfernen. Magischer Zylinder. Ich würde Escurita, wobei. Das ist doch. Das ist auch in Ordnung. Und Auge von Timaeus. Okay. Vom Spielfeld. Okay, passt auf. Zwangsevakuierungsgerät. Wir bouncen den dunklen Magier zurück. Und auch hier schlägt die Fusion wieder fail. Ha! Den Gegner einfach nicht fusionieren lassen. So, nicht anders, meine Damen und Herren. Und dann sind auch die Draws egal. So, Plebview. Never mind. Plebview denied. GG. Erster Kampf heute. Erster Sieg. So muss das sein. Ja, also ich muss gestehen, den Skill können wir gefühlt nie aktivieren. Ja, gefühlt. Wenn ich heute eine Situation encounter, bei der ich den Skill aktivieren kann, dann sage ich, der Skill ist auf jeden Fall broken. Aber ich glaube nicht, der Skill ist das Problem bei diesem Deck. Wobei, ist dieses Deck überhaupt noch ein Problem? Vielleicht war es ein Problem, aber ich glaube in der aktuellen Meta ja weniger. Wobei ich da im Platin jetzt natürlich nichts von mit. So, war es. Oh, Rockets, Leute. Rockets müssen wir uns auch nochmal in einer optimierten Variante angucken. Ich glaube, der liebe Gnuri, schaut aus an der Stelle an Gnuri, hat mir sogar mal vor ein paar Wochen eine coole Liste geschickt. Aber ich Plepp hat diese Liste ignoriert. Das tut mir leid, Gnuri, wenn du das siehst. Das tut mir leid. Gut. Was machen wir? Nehmen wir uns die Super Poli aus dem Deck. Nehmen wir uns Wunderkontakt. Nehmen wir uns Wunderfusion. Ich würde sagen, wir können uns die Super Poli von unserer Hand nehmen. Wobei, war das der bestmögliche Play? Sonst hätte ich natürlich auch auf Blazeman gehen können. Summon Effekt. Zack, zack, zack. 1, 2. Ja, aber das war nicht mal der bestmögliche Play. Das war nicht der bestmögliche Play. Hm.
Egal, was du da gerade gemacht hast, Rago, das war... ah, nicht ganz so toll. Ich wollte einfach nur meinen Skill aktivieren, Mann. Ich wollte einfach nur meinen Skill aktivieren. So, Kaliberabschluss. Okay, Kaliberabschluss meine ich. Ja, Bootsektor Neustart. Das ist auch wild. Das ist auch total wild. Ja, beschwöre zwei Rocket. Bist du zwei Rocket Monstern von deiner Hand? Das ist okay. Einmal und. Zweimal? Ja, zweimal. Yes, 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 yes. So, jetzt kommt die Link-Beschwörung, ne? Für den Link-Drachen. Da ist dann die Frage. Ein Quick-Play-Effekt, ne? Ist ein Quick-Play-Effekt. Wenn ich da dann aber bei der Beschwörung Super-Poly anchaine, kann er seinen Quick-Play-Effekt nicht nutzen. So, was er jetzt aber machen könnte, ist. Könnte auch. Was ist der Booster-Drache? Passt auf. Eigentlich muss ich jetzt den Booster-Drachen removen. Wobei, das ist ein einmal pro Spielzug-Effekt. Aber er muss den aktiv aktivieren. Was so viel bedeutet wie Zwangsevakuierungsgerät. Ich schicke den wieder zurück. Dann ist alles Gucci. Aber das ist kein Quick-Effekt. Das ist ein On-Summon-Effekt. Oh, Spiegel des Drachen. Meinetwegen, Buddy. Yeah, Buddy. Meinetwegen, mach das ruhig. Yes, 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 yes. Kaliberlade Wutdrache. Und jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich einfach Super Poly aktivieren könnte. Moment. Dein Monster, das du kontrollierst. Warte, wie war es bei dem? Ein Effekt eines Link-Monsters aktiviert wird, der diese auf. Du kannst ja. Okay, warte. Wartet, wartet, wartet. Wartet, wartet, wartet. Also, Super Poly. Wir droppen den Stratos. Wir wählen Escuridao. Wir wählen den Wutdrachen, hätte ich gesagt. Ja, und den Stratos. Und gönnen uns jetzt erstmal Escuridao. So, jetzt hat mein Gegner keine Ressourcen mehr. Aber er hat ein Monster, was floatet, ne? Genau, er hat ein Monster, was floatet. So. Wir können jetzt Blazeman beschwören. Wir können jetzt Blazeman beschwören. Der uns unsere Poly sucht. So. Dann können wir Poly benutzen. Um Sunrise zu droppen. Einmal. Und den Stratos in der Hand brauche ich nicht. Wobei, wäre es nicht sinnvoll gewesen, vielleicht die... Das hätte jetzt aber auch keinen Sinn gemacht. So, Wunderfusion. Und nun, ich könnte linken, die Karte zerstören. Und dann Wunderfusion benutzen, oder? Erst in der Endphase macht er den Effekt. Ah, okay, wenn er den erst in der Endphase benutzt, ist das kein Problem. Dann machen wir, oder benutzen die Wunderfusion jetzt direkt. Oh, ich könnte sogar auf dich gehen. Die Weinneusse! Ja, klar. Warum denn nicht? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Einfach, weil es so cool ist. Bam! Divine Neos. Da gibt es, glaube ich, sogar eine Animation, wenn ich mich nicht erinnere. Let's find out. Eine Animation? What? What? Okay, das ist wild. So, Sunrise aktiviert seinen Effekt. Direkt bei Magna Raketendrache. Direkter Angriff Escuridao. Direkter Angriff Divine Neos. GG Webblade. Ja, ich war gerade verwirrt, weil ich mir nicht sicher war, ob der Magna Drache oder generell diese ganzen Rocket Drachen, ob die in der Endphase floaten oder ob die direkt am Ende zerstört werden floaten. Aber es war dann halt nur am Ende, I guess. Von daher, alles gut. So, was lernen wir daraus? Der Skill ist jetzt nicht mehr so das Problem. Ich finde den Skill jetzt nicht schlimm, ne? Ich finde den jetzt auch nicht sonderlich gebalanced. Aber es gibt schlimmere Skills. Es gibt schlimmere
Skills. So, genau, richtig. Gibt natürlich auch welche, die besser gebalanced sind, aber der Skill ist jetzt nicht so ein großes Problem. Also nicht mehr. Früher hätte ich gesagt, ja, aber jetzt ist vielleicht eher das Deck das Problem. So, direkt ins Grab. Aha. Aha. Ja gut. Passt auf. Wenn wir jetzt auf... Ist halt blöd, wenn man Liquid Soldier nicht auf der Hand hat, ne? Und auch keine Fusionskarte. Nimmt nur die Eigenschaften, die Attack-Werte an, ne? Was ist denn jetzt ein guter Turn 1? Was ist jetzt in der Situation ein guter Turn 1? Status der Search, Blazeman. Gibt keinen guten Turn 1. Es gibt nichts. Also ich hätte jetzt gesagt, einfach Solo Stratos. Fähigkeit aktivieren. Da gibt's nichts, Leute. Würden wir jetzt meine Superpoli raussearchen, Superpoli setten. Hoffen, dass der Gegner keinen Removal hat. Und wenn der Gegner Removal hat, dann... Bye! Würde ich mich eigentlich schon verabschieden aus diesem Duell. Gucken wir mal. Oh, Shiranui. Seelenmeister. Kann jetzt eine Shiranui-Karte von der Hand beschwören. Shiranui Samurai, okay. Während des Spiels einen beliebigen Spieler hast. Du kannst einen Monster von deinem Friedhof verbannen. Diese Karte hat 600 Attack. Weil diese Karte... The question marks are strong in this one. Ich dachte, er hat ein Monster von Typ Zombie in seinem Friedhof. Vor allem, warum wurde der jetzt verbannt? Wegen dem Effekt vom Seelenmeister, ne? Verbannt ist, wenn es das Spiel verlässt, alles klar. Okay, das war merkwürdig. Das war sehr merkwürdig. Anyways, Crimson Sunrise. 1-2 für die zwei. Here we go, Crimson Sunrise, Effekto. Azugo. Sucht mir meine Wunderfusion raus, dann können wir die Wunderfusion direkt aktivieren. Um... meinetwegen Nova Master nochmal zu droppen. Für euch beide. Yugo Hatsugo. Und dann geht's ab. Let's go. Nova Master darf hier angreifen. Sunrise aktiviert seinen Effekt. Wir wählen die Backrow-Karte, weil die mir ein bisschen Sorge bereitet. Bam. Abhören. Okay. Ziehe eine Karte über Nova Master und greifen jetzt direkt an. Hydroid? Well, okay. Mit Hydroid habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber gut. Nach dem Turn 1 vom Gegner, der ja überaus mächtig war, habe ich mit sowas selbstverständlich gerechnet. Nein, habe ich nicht. Also, der Turn 1, aber, ja, nee. Was der da gemacht hat, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Gut. Und it's time. Und deswegen lieben wir natürlich Elemental Stratos. Er ist nicht nur ein toller Searcher, er zerstört auch Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Non-Targeting Destruction Effekt. You gotta love it. GG's! Und damit sage ich an der Stelle einfach mal, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe kein Problem mit den Helden.
Wie gesagt, also Helden sind ein... Das ist ein gutes Duel Links Deck, finde ich persönlich. Also das ist ein Duel Links Deck, was ich mag. Also ein Deck, was schnell spielen kann, going second, was explosive Turns hat und im ersten Zug gewinnen kann. Was im Turn 1 aber auch durchaus Möglichkeiten hat über die Backrow halt oder halt auch über Super Poly, was ja super ist in dem Deck, auch wenn die Karte, weil die Karte eben auf 1 ist und die ist super theoretisch mit Neos. Ich finde das Deck gut. Ich wüsste auch nicht, was man dagegen jetzt hat, also zumindest aktuell. Und jetzt mit Orkus hat man sowieso ein anderes Feindbild aktuell auf dem Schirm, sag ich mal, was eher verprügelt und genervt gehört, hätte ich gesagt. Irgendwann demnächst. Aber Heroes sind fein. Der Skill ist in Ordnung. Der war früher komplett bonkers. Jetzt ist er wirklich in Ordnung. Gut. Aber nicht broken. Aber gut. Ne? Und in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und in dem Sinne, haut rein. Macht's gut. Bis morgen. Tüdelü. Euer Rigi. Haut rein.